herzlich willkommen. Hier ist Christian Jerschke von Athletes Mind Tuning. Und der Grund, warum es hier ein bisschen laut ist, weil ich hier auf dem Flugplatz am Dolmar bin. Und ich möchte euch heute einmal einen Grund zeigen, weshalb ich Tipps zum Mentaltraining gebe. Das heißt, einen Grund. Und das hat einmal nichts mit Triathlon zu tun, sondern das hat mit Flugzeugen zu tun. Und was es genau bedeutet, erzähle ich euch gleich. Ja, das Fliegen ist mittlerweile eine meiner großen Leidenschaften. Und hier hinter mir seht ihr die Icarus C42 und das ist eine einmotorige, zweisitzige Maschine. Mit der werde ich gleich mal in die Luft gehen und mal schauen, ob ich euch da die eine oder andere Sequenz beim Fliegen zeigen kann. Beim Fliegen, genauso wie im Triathlon, können manchmal unvorhergesehene Dinge passieren. Und dann ist es ganz besonders wichtig, genau zu wissen, was man tut. Beim Fliegen gibt es da zum Beispiel Checklisten, die man abarbeiten kann. Entscheidend ist aber auch natürlich die mentale Verfassung, in der man sich befindet, sodass man die Situation voll unter Kontrolle hat. Und je besser man an der Stelle vorbereitet ist und die entsprechenden Checklisten im Kopf hat, mental fit ist, konzentriert ist, dann kann man solche Situationen auch sehr gut beherrschen. Und genau das gilt natürlich auch für den Triathlon. Auch im Triathlon kann man sich im Vorfeld eines Wettkampfs genau überlegen, was könnte eventuell im Wettkampf schiefgehen, und sich sozusagen eine mentale Checkliste parat legen mit Strategien und Maßnahmen, die man ergreifen kann, wenn dann doch mal was schief geht. Und je besser man das einübt und mental durchspielt, desto besser kann man dann natürlich auch im Wettkampf darauf zugreifen. Das kann beim Triathlon über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das kann darüber entscheiden, ob man einen Wettkampf fortsetzen kann oder ob man ihn abbrechen muss. Beim Fliegen ist das noch viel wichtiger. Da kann das entscheiden, wenn wirklich eine schwierige Situation entstanden ist, ob man eine Bruchlandung macht oder ob man heil das Flugzeug runterbringt. Im Zweifelsfall kann das sogar über Leben oder Tod entscheiden. Und vor ein paar Jahren hatte ich mal so eine unvorhergesehene Situation beim Fliegen. Das Pitot-Rohr hatte einen Defekt, sodass die Geschwindigkeitsanzeige nicht richtig funktioniert hat. Und das ist gerade beim Landeanflug besonders wichtig, denn da ist es genau entscheidend, mit der richtigen Geschwindigkeit in den Landeanflug zu gehen. Und das hat in dem Fall nicht funktioniert. Und da haben mir meine Mentaltechniken ganz besonders beigeholfen, denn ich bin über eine Drei-Punkt-Technik und verschiedene andere Techniken mental im Alpha-Zustand geflogen und konnte soher viel besser Fähigkeiten abrufen, die man sonst nur über das Unterbewusstsein abrufen kann, oder vielmehr den Zugang zum Unterbewusstsein zu schaffen. Und damit ist es mir eben besonders gut gelungen, sozusagen die Geschwindigkeit zu erfüllen. Und ich habe dann im Wesentlichen einen Überflug über den Platz gemacht, um so auszuloten, in welcher Geschwindigkeit ich da so ungefähr unterwegs bin. Beim zweiten Anflug habe ich dann versucht, die richtige Geschwindigkeit zu finden. Im Zweifelsfall beim Fliegen kommt es darauf an, lieber ein Tick zu schnell zu sein als zu langsam. Also bin ich ein Tick zu schnell gewesen, habe das gemerkt, bin durchgestartet. Und hatte dann aber das Gefühl, wie viel langsamer ich ungefähr sein musste. Und bin dann in den zweiten Landeanflug gegangen und hatte dann sozusagen das richtige Gefühl im Bauch und bin mit der richtigen Geschwindigkeit gelandet. Und das hat wunderbar funktioniert. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür. Nicht nur, dass ich entsprechende Checklisten im Kopf habe, die ich abarbeiten kann beim Fliegen, sondern dass ich auch mich auf meine mentale Stärke verlassen kann. Und genau das kann man eben auch im Triathlon gut einsetzen, gebrauchen, wenn eben einmal eine unvorhergesehene Situation im Wettkampf passiert. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen und eben auch vor einem Wettkampf mal durchzuspielen, was kann eventuell schiefgehen, was für Situationen können auftauchen, und im Vorfeld eben schon überlegen, was für Maßnahmen kann man dann entsprechend ergreifen. Und je besser man das übt, je stärker man das vorbereitet, mental durchspielt, desto besser kann man solche Dinge dann auch im Wettkampf abrufen
und dann auch ein bestmögliches Ergebnis im Wettkampf erzielen. Ja, das war Christian Jaschke von Athletes Mindtuning, heute einmal von dem Flugplatz am Dolmer. Und wenn dir der Blog, das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer freuen, wenn du den Facebook-Like-Button anklickst oder den Blog mit anderen teilst. Und falls du das Video irgendwo anders gesehen hast als auf meiner Webseite, dann empfehle ich dir, schau doch mal auf www.athletesmind.de vorbei. Dort findest du noch eine ganze Menge weiterer Tipps. Bis dahin, viel Erfolg beim Einsatz der Tipps und der Techniken. Viel Erfolg bei euren nächsten Wettkämpfen und im Training. Bis dahin, euer Christian Jaschke.